Also wir haben diese Zweidrahtleitung und wir haben im Prinzip zwei Spannungen gegeben. Ja. Und jetzt soll man aus den beiden die Gegentaktspannung und die Gleichtaktspannung ausrechnen. Und ich kann das ja mal wie immer einmal kopieren, wenn Windows mich lässt. Und in das Zeichenprogramm einfügen. Der Shortcut ist Windows Umschalt S, öffnet das, und das S steht, glaube ich, für Snipping Tool, für das Ausschneidewerkzeug, und ist eigentlich eine ganz, aus meiner Sicht, irgendwie ganz hilfreiche, also zumindest jetzt für so Quick and Dirty Sachen. Also ich glaube, das Schlimmste, was man mal machen kann, ist, wenn man als Student, Studentin irgendwie aus einem vorhandenen Buch oder am besten noch aus einem Paper von seinem Betreuer eine Abbildung übernehmen will und die dann so auf die Art und Weise ausschneidet, weil ja, auch dann hat man irgendwie die Abbildung übernommen und man kann da auch schöne Quelle reinschreiben, aber die Qualität danach ist natürlich grottig, weil das jetzt keine Vektorgrafik mehr ist, sondern eine Rastergrafik. Also das ist so, das ist ein Quick and Dirty Werkzeug auf jeden Fall. Ja, also wenn man Metainformationen am Rande, wenn man eben irgendwie in guter Qualität eine Abbildung übernehmen will, dann sollte man die, naja, oder im Prinzip irgendwie aus der PDF nehmen. Also, ne, ich meine, der Unterschied ist jetzt, wenn ich, weiß nicht, die müsste jetzt ja noch hier irgendwo gespeichert sein, rein prinzipiell. Weiß nicht, ich mache mal hier mein Lieblingszeichenprogramm auf. Ich meine, wenn ich hier jetzt das Bild einfüge. Und wenn man hier jetzt halt reinzoomt, sieht es eben sehr schnell sehr schlecht aus, weil es eben jetzt auf einmal eine Rastergrafik ist. Ja, und wenn ich das originale PDF nehme, vielleicht jetzt hier nicht gerade in dem Browserprogramm, aber wenn ich hier eben sage, öffnen mit, naja, oder ich kann man auch hier reinzoomen, also ich meine, in gewissen Grenzen. Also man sieht schon hier, ist immer, wird kurz pixelig und dann schärft er sozusagen nach, weil er die Vektorgrafik neu berechnet. Eigentlich müsste es jetzt noch ein bisschen schöner aussehen als hier, weil das ja ideale Schrift ist. Also die Browser PDF-Programme sind immer nicht so wahnsinnig gut. Ich speichere es mal einfach kurz auf dem Desktop. Dann ist es hier in Dings drin. Dann kann ich hier mal in Sumatra öffnen und mal nochmal auf die Aufgabe gehen. Und wenn man jetzt hier reinzoomt, ja, dann sieht das, egal in welcher Zoomstufe, sieht das immer perfekt aus, weil das jetzt eben eine Vektorgrafik ist. Und das ist genau der Unterschied. Also das Snipping-Tool ist very handy, aber macht ein bisschen die Qualität kaputt, wenn man so will. So, jetzt waren wir hier. Jetzt ist die große spannende Frage, wie rechne ich jetzt das hier aus, diese Gegentaktspannung? Also kann ich ja mal in Blau machen. Wie rechne ich die hier aus? Genau, das ist einfach die Differenz von den beiden, U1 von t minus U2 von t. Und die andere? Genau, also das ist sowas wie der Mittelwert von den beiden. Genau, und das soll ja genau die Spannung hier sein, genau an diesem Mittelpunkt hier. Und ja, und dann ist das eben wirklich sowas wie arithmetisch gesehen, wie wenn ich jetzt den Mittelwert ausrechnen würden. Die Summe durch die Anzahl der Spannung. So, und naja, was ist jetzt eigentlich das Problem, wenn ich das jetzt direkt mit denen ausrechnen hier würde, mit den Zeitfunktionen, wie sie da oben stehen? Genau, also eigentlich, wenn die beiden Kosinusfunktionen hier das gleiche Argument hätten, dann wäre es überhaupt gar kein Problem, dann könnte ich die einfach ausklammern. Aber dadurch, dass die unterschiedliche Phasenwinkel haben, ja, und jetzt könnte man natürlich hier irgendwie die Wikipedia bemühen oder wir könnten ja wieder ChatGPT fragen, das können wir ja machen. Also es gibt hier so eine Formelsammlung Trigonometrie in der Wikipedia. Die ist sehr hilfreich bei sowas. Und da gibt es irgendwo Summe zweier trigonometrischer Funktionen. Das ist aber, glaube ich, so Identitäten im Sinne von, die haben jetzt genau das Gleiche.
Argument, ja, oder nee, oder die haben unterschiedliche, ich habe zwei, genau, also im Prinzip, so könnte ich das machen, aber hier haben die ja noch die gleiche Amplitude. Und das haben wir ja auch nicht, ja, also wir haben ja hier sowas, dass die unterschiedliche Amplitude haben und einen unterschiedlichen Phasenwinkel. Und das gibt es ja auch irgendwo. Das heißt hier Sinusoid, Linearkombinationen mit gleicher und unterschiedlicher Phase. Und ja, also hier ist sowas, ne, die haben unterschiedliche Amplituden, aber gleichen Phasenwinkel. Und meines Erachtens ist ja auch noch irgendwo so ein allgemeines Ding, ne? Also hast du irgendwie allgemeine Amplituden, allgemeine Phasenwinkel und dann rechnest du eine gemeinsame Amplitude und einen gemeinsamen Phasenwinkel aus. Und da sieht man, dass da irgendwie Summen drin und so. Also letztendlich macht das im Hintergrund genau das, was wir jetzt auch im Frequenzbereich machen. So, wenn man jetzt aber natürlich, also ja, deswegen, steht ja hier so da, was wollen wir jetzt machen? Wir rechnen die in Zeiger um, in komplexe Zeiger, die addieren wir und dann rechnen wir es wieder zurück und dann kommt irgendwie was bei raus. So, also wie machen wir jetzt aus der Nummer hier oben? Ne, weiß ich hier noch nicht an der Stelle, aber wie machen wir aus dem U1 einen Zeiger? Genau, also machen wir 100 Millivolt, genau, mal E hoch J. 20 Grad und das gleiche machen wir für U2 sinngemäß. Das sind dann eben. So, jetzt gibt es gleich eine Frage. Sprich mal. So ein bisschen Multitasking kann ich. Ich dachte, man braucht das in die Übung. Also eigentlich egal. Also man kann auch einfach mit einem Cosinus, also letztendlich müssen die beide gleich sein. Genau das habe ich, genau, das habe ich, genau, das habe ich am Mittwoch in der GT-Übung erklärt, wo der Ton so schlecht war. Also, wir können mit einem Kosinus anfangen, dann müssen wir am Ende auch wieder auf den Kosinus rauskommen. Wir können mit einem Sinus anfangen, dann müssen wir am Ende wieder auf den Sinus rauskommen, aber wir können nicht einmal mit einem Kosinus und einmal mit einem Sinus anfangen. Also, wenn das jetzt eine Sinusfunktion wäre, dann müssten wir die in eine Kosinusfunktion umwandeln. Oder wir würden die. Wenn das ein Sinus wäre, wir würden den Kosinus in Sinus umwandeln, sodass die beide gleich sind. Das muss auf jeden Fall so sein, sonst funktioniert das nicht. Aber ob das ein Sinus ist oder ein Kosinus, ist eigentlich egal. Weil, ich meine, was du jetzt machst, ist, du rechnest einfach hier 90 Grad drauf, ja, oder ziehst die ab, je nachdem, wie auch immer. Und dann sind deine ganzen Zeiger hier unten alle um 90 Grad verdreht. Und am Ende machst du diese 90-Grad-Drehung einfach wieder rückgängig. Ja? Und das ist eben so das hier sind ja wirklich physikalische, sinnvolle, eindeutig definierte Zeitfunktionen. Ich nehme es grob und messe die irgendwie so. Und das hier unten, die Zeiger, sind ja nur so Rechenhilfsgrößen. Ja? Also die ergeben sich nur so aus dem Kontext. Die haben für sich jetzt erstmal keine direkte physikalische Bedeutung, sondern. Ja, da verbirgt sich eben irgendwie was hinter, was sich aus dieser Transformation ergibt. Die werden erst durch die Transformation sinnvoll. So, und ich meine, jetzt machen wir einfach diese Rechnung hier oben. Also das UDM rechnen wir einfach mit den Zeigern aus. Also UDM als Zeiger ist dann einfach Zeiger plus, nee, in dem Fall minus den Zeiger und CM ist auch einfach Zeiger minus Zeiger durch 2. Ja, das muss jetzt wieder das Plus sein. Also heute ist hier die Textbildschere, wenn wir ein bisschen stark ausgeprägt. Naja, und ich meine, wenn man das jetzt von Hand machen würde, was wäre jetzt eigentlich noch die Schwierigkeit, wenn ich hier Plus und Minus rechnen werde? Im Prinzip so ähnlich wie die gleiche Schwierigkeit wie hier. Ja, also natürlich auf die Vorzeichen zu achten, aber kann ich jetzt diese beiden komplexen Zeiger, so wie sie hier stehen, ohne weiteres addieren? Nee, eigentlich müsste ich jetzt noch hier unten. Einmal die Eulersche Identität da drauf werfen, ja, und sagen, E hoch J Alpha kann ich umformen in.
Genau, Cosinus Alpha plus J Sinus Alpha. Ja, was ja einfach der Definition von so einem komplexen Zeiger am Einheitskreis entspricht und wo Sinus und Cosinus, Gegenkathete, Ankathete, Beziehung und so in dem rechtwinkligen Dreieck, was sich da ergibt, drinstecken. Naja, und ich meine, damit kann ich die dann umwandeln in Real- und Imaginärteil, ja, in Realteil, in Imaginärteil. Dann kann man sie addieren und dann am Ende müssen wir sie wieder zurück. So, und ich meine, das haben wir, können wir uns grob aus dem ersten, zweiten Semester daran erinnern. Ich meine, kann man einen Taschenrechner einsetzen und als, ich sag mal in Anführungszeichen, normaler Ingenieur nimmt man jetzt eben Octave. Ja, und packt das einfach in Octave rein. So, und mein Computer ist ja heute nicht der schnellste, aber er hat sich doch gefangen. Ich mache mal das hier ein bisschen kleiner. So, und jetzt können wir eben schreiben. Also U1, und ich schreibe jetzt ein großes U1, dass das jetzt der Zeiger sein soll. 100 Millivolt, das lasse ich jetzt einfach so in Millivolt. So, wie schreibe ich die E-Funktion? Genau, EXP, so J heißt J. Also, wenn man das ganz bewusst machen will, schreibt man vielleicht ein J, weil J, da kann man gleich drüber nachdenken noch. Und ja, und ich meine, wie schreibe ich jetzt den Winkel? In Radiant. So, wenn ich aus dem Grad Radiant machen will, genau, also da muss ich ja Grad durch Grad rechnen und sozusagen mal Pi Radiant, 180 Grad sind Pi Radiant, sollte das bei rauskommen. So, können wir mal machen. Und ich meine, wir können uns ja, also bevor ich jetzt auf Ausführen drücke, können wir uns ja kurz überlegen, wenn ich jetzt oder eine kurze Skizze machen, ja, wenn ich jetzt das zeichnen würde in der komplexen Zahlenebene. 20-Grad-Winkel wäre ja irgendwas, was hier so leicht nach oben zeigt, ja, und jetzt eben 100 Millivolt lang ist. Also die Strecke hier sollten, weiß nicht, 90, 95 Millivolt sein als Realteil und irgendwie ein positiverer, aber deutlich kleinerer Imaginärteil, weiß nicht, 15 oder sonst. Ja, so. Und ich meine, das sollte man sich jetzt so überlegen. Naja, und ich meine, dann sieht man, mein 20-Grad-Winkel ist vielleicht ein bisschen klein geworden, aber 34 könnte man noch ganz gut hinkommen. Ja, so, und wenn wir das jetzt für die zweite Zahl machen, und ich meine, hier in der Umrechnung steckt jetzt eben diese Eulersche Identität drin. So, wenn wir es mit der zweiten Zahl machen, minus 120 und 30 Grad, dann also das ist U1. So, 30 Grad ist ein bisschen stärker und Minus zeigt aber in die andere Richtung. Also eigentlich jetzt sozusagen in Richtung minus 30, das könnte hier so sein und ein bisschen länger. Und dann sieht man, Realteil, Imaginärteil, die sollten jetzt beide negativ sein. Dementsprechend, richtig? So, und sind sie auch. Und jetzt können wir natürlich einfach diese Rechnung machen, die hier drüben steht, und Differential Mode und Common Mode Spannung ausrechnen aus der Summe U1, also aus der Differenz erstmal. Dann kommt was raus und das gleiche mache ich jetzt erstmal für die Common Mode Spannung mit der Summe und dann natürlich in Klammern durch 2. Und einmal kommt eben jetzt was relativ Großes raus und einmal kommt was relativ Kleines bei raus. So, das ist jetzt ja immer noch das Ergebnis als komplexe Zahl in kartesischer Form. Wie kriege ich jetzt daraus wieder eine Sinus-Cosinus-Funktion gebaut mit, also mit einer Amplitude und einem Phasenwinkel? Genau, also wir können einfach Betrag ausrechnen. Betrag geht in Octave V. Genau, also ABS, UDM sollte uns das rausgeben, den Betrag. Und wie hättest du es jetzt gemacht?
Genau, also wir können das ja mal einmal probeweise machen, ne? Also wenn man jetzt Realteil nimmt, Realteil von UdM zum Quadrat plus der Imaginärteil. Genau, von UdM, das mache ich gleich noch, zum Quadrat und jetzt von dem ganzen Spaß noch einmal die Wurzel. Dann kommt da glücklicherweise genau das gleiche raus. Ja. So. Und das heißt, wir haben da so einen Betrag, den kann ich gleich mal aufschreiben. Und wie kriegen wir einen Phasenwinkel raus? Genau, also. Genau. Also wir können mal das machen. Den Tangens und dann genau durch den Realteil von UdM. So, dann kommt was bei raus. Das ist jetzt erstmal wieder in Radiant. Ist ja wahrscheinlich, weil 0,4 Grad, also wenn wir jetzt hier gucken, was haben wir denn hier? Also wir haben jetzt ja einfach die Summe von den beiden ausgerechnet, ja. Wenn ich das jetzt hier als Skizze mache, oder also wir haben die Differenz ausgerechnet. Ich müsste jetzt eigentlich den umgekehrt hier oben dran hängen. Ja, genau, das wäre ja jetzt hier minus U2, ja, als Zeiger. Und mein Differential Mode wäre jetzt ja das hier. Wäre jetzt genau dieser Zeiger. Ja, weil ich jetzt genau diese Rechnung grafisch gemacht habe. Und dann sieht man, naja, der sollte wieder irgendwas rein prinzipiell zwischen 20 und 30 Grad haben. Ja, weil der irgendwo so diese beiden Zeiger verbindet. Und das hat er jetzt hier definitiv nicht. Also da kommt eben irgendwas bei raus. So, wie kriege ich das von Bogenmaß ins Gradmaß? Genau, also ich muss ja das Radiant wegkriegen, teile ich durch Pi und also Formel umdrehen. Ja, links umdrehen. So, und dann kommt 25, das klingt total sinnvoll und logisch. So, wie könnte ich das jetzt noch machen? ARG, habe ich noch nie probiert, können wir mal ausprobieren. Also das wäre so Argument, funktioniert offensichtlich auch. Ich wüsste, dass irgendwie noch Engel geht als Winkel und in MATLAB geht meines Erachtens auch Phase. Ich weiß nicht, ob das hier auch geht. Das kennt er nicht. Oder vielleicht ist es in MATLAB auch deprecated. Das ging auf jeden Fall früher mal als praktisch Phasenwinkelphase. So, genau, aber mit dem Engel oder mit dem Arc, nehmen wir mal das Arc mal 180 durch Pi, kriegen wir das auf jeden Fall auch wunderschön hin. So, das kann ich ja mal kurz hinschreiben. Ich muss es in jedem Fall immer wieder mal. Genau, also wenn ich, ja, oder ich will es eben in Radiant angeben, aber wer will das schon? Also eigentlich will man das ja in Dings haben. So, also UdM, das, was jetzt hier rauskommt, waren 198, nee, 200, 219 und 25 Grad. Schreiben wir mal so. 219 Millivolt mal E hoch J, 25 Grad. So, und jetzt können wir das Gleiche einfach nur noch mit den gleichen Befehlen machen. Also ABS von U Common Mode. Das ist dann natürlich was deutlich Kleineres. Und nochmal den Winkel von U Common Mode. Also 14 und minus 111 Grad. 14 Millivolt und minus 111 Grad. Und ich meine, das wäre jetzt ja so, ich nehme jetzt den Zeiger, pack den hier direkt so dran an das Ende. Ja. Und dann weiß ich nicht, mal, was war jetzt? Minus 100? Ja, genau, könnte so sein. Ne? Dann lande ich irgendwo ungefähr hier so. Also das wäre jetzt nochmal U2. Und dann wäre die Strecke, die hier verbindet, das wäre jetzt wieder unser U-Common Mode. Und dann sieht man, das ist jetzt eben deutlich kleiner vom Betrag her und hat irgendwie einen Winkel, der hier neben, was ist das, der dritte Quadrant landet. Ne? Ja. So, und dann kam da jetzt eben raus. 14, 13, 14 Millivolt? Was war das jetzt? 13, 13,8. Also sagen wir mal 14 Millivolt mal E hoch J minus J 111 Grad. So, und damit kann ich jetzt natürlich wieder
Schlussendlich das als Zeitfunktion aufschreiben und kann sagen, also UCM von T, das soll jetzt ja ein kleines U sein. Ja, das wären 14 Millivolt. Ich habe hier oben mit einer Kosinusfunktion angefangen, also komme ich jetzt unten auch wieder auf eine Kosinusfunktion raus. Kosinus von Omega T minus 111 Grad und die Differential Mode Spannung und erinnert mich mal gleich an das Stichwort Arcus Tangens, sind diese 219 Cosinus Omega T plus 25 Grad. So, und das ist das, was als Lösung hier rauskommen sollte. Ist das bei euch auch so rausgekommen? Ja. Das ist schon mal sehr gut. So, und da müsste dir, wenn du jetzt eigentlich mit dem Arcus Tangens gerechnet hast, was aufgefallen sein, weil wenn man jetzt diese Arcus Tangens Formel hier nochmal, du hast es direkt in den Taschenrechner eingegeben, genau. Genau. So, also weil wenn man jetzt nämlich mal genau die Arcus Tangens Formel benutzt, dann kommt hier auf einmal ein anderer Winkel bei raus. So, und warum ist das so? Ich sehe zumindest in ein verdutztes Gesicht. Ich schaue in ein verdutztes Gesicht. Es sind halt beides negative Teile, die man da reinpackt. Genau. Und ja. Also der Punkt ist, die Arcus-Tangens-Funktion hat nur einen Wertebereich, wenn ich das jetzt mal hier rüberschiebe, das Fenster. Von minus 90 Grad bis plus 90 Grad. Also die Arcus-Tangens-Funktion wird uns immer nur Winkel ausrechnen, die in der rechten Halbebene liegen. So, und der liegt ja aber in der linken Halbebene. Und der hat einen negativen Realteil und einen negativen Imaginärteil. Und das Minus und Minus hier an dem Imaginärteil und Realteil, die heben sich gegenseitig auf. So, das hier was Positives, ne? Also wenn ich diesen Quotienten ausrechne, ist der eben positiv. Und deswegen rechnet uns das eigentlich diesen Winkel aus, der hier nach oben zeigt. Jetzt an der Stelle. Dieser Winkel hier ist der Winkel, der hier nach oben zeigt. Und wenn ich von dem Winkel jetzt einfach nochmal 180 Grad abziehe, dann kommt da auch wieder der richtige Winkel raus. Und deshalb muss man bei dieser Arcus-Tangens-Funktion solche Fallunterscheidungen machen, ob der was für ein Vorzeichen der Realteil hat. Wenn der Realteil negativ ist, linke Halbebene. So, und um dieses Problem zu lösen, gibt es noch, und das habe ich am Mittwoch auch schon mal erklärt in der GT-Übung, gibt es noch eine Arcus-Tangens-2-Funktion. Und die kriegt, also, ne, der gibt man eben so ein bisschen verwirrend von der Reihenfolge her, weil eigentlich würde man sagen x und y, aber weil man ja y durch x rechnet, gibt man ja in der Reihenfolge y.x oder y,x die Werte. Und wenn man jetzt eben das, was wir vorher gemacht haben, also anstatt des durch, schreibe ich einfach ein Komma hin, um das als zweites Argument zu übergeben. Jetzt mache ich die minus 180 am Ende weg, die wir da kompensiert haben, dann rechnet die uns auch das richtige Ergebnis aus. Ja, und so wie das eben diese Argumentfunktion macht, die Steffen vorgeschlagen hat. So, und also das Letzte, was ich jetzt noch irgendwie zeigen würde, ist, das, was wir jetzt gemacht haben, ist ja so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge. Ja? Also wir haben das in komplexe Zeiger umgewandelt, dann haben wir die irgendwie addiert, aber vorher haben wir die auch in real und imaginär und am Ende wieder zurück und dann haben wir es wieder zurücktransformiert. Weil ja die Schwierigkeit war, hier Kosinus, unterschiedliche Amplitude, unterschiedlichen Phasenwege kann ich nicht direkt addieren. Zumindest nicht als Formel. So. Und jemand fragt im Chat, ist das die magnetische Hysterese als Koordinatensystem? Nein, ist es nicht. Es ist einfach Addition von Zeiger. Aber sieht ein bisschen so aus. Sieht ein bisschen aus wie eine Hysterese-Schleife, hat aber damit an der Stelle leider tatsächlich nichts zu tun. Aber hätte sein können, wenn man mal so scharf und schnell drauf schaut. Naja, was wir jetzt ja, wenn wir jetzt Octave haben, machen könnten, ist, wir könnten ja das einfach in Octave ausrechnen,
die Kosinusfunktion als ganz viele Zahlenwerte und die Kosinusfunktion als ganz viele Zahlenwerte und können einfach die Zahlenwerte addieren und subtrahieren. Ja. So, und das können wir ja mal noch irgendwie rasch machen. Also wir können uns mal einen Zeitbereich denken oder wir, ja, also vielleicht bräuchten wir irgendwie eine Frequenz. Wir nehmen als Frequenz 50 Hertz, ja, irgendwie so Netzfrequenz. So, dann können wir natürlich daraus ein Omega ausrechnen. Omega ist 2 mal Pi mal f. So, dann können wir eine Periodendauer ausrechnen. Die ist 1 durch f. Dann kommen da 20 Millisekunden raus. Und jetzt kann ich mir ja irgendwie mal viele Zeiten zusammenbauen in so einem Zeitbereich, Linspace-Vektor von 0 bis groß T. Und jetzt nehme ich 101 Werte, ne, damit ich einen am Anfang, einen am Ende habe, sollte ja irgendwie so passen. So, das unterdrücke ich jetzt mal, damit die Ausgabe nicht so voll wird. Und jetzt kann ich natürlich mal U1 von T ausrechnen. Aber ich mache einfach mit einem kleinen U1. Das große U1, was wir vorher hatten hier oben, das war der Zeiger. Ja, das hier unten ist jetzt die Zeitfunktion. So, und da schreibe ich jetzt einfach ab 100 mal Kosinus von Omega mal T plus 20. Die 20 muss ich auch wieder umrechnen ins Bogenmaß, weil die Kosinusfunktion ja Bogenmaß haben möchte. Ja, und das mit dem Omega T, das klappt ja hier, weil das ist ja ein Bogenmaß. Hier, die Pi da drin macht ja, dass das Bogenmaß ist. So, dann kommen da 101 Werte auch raus. Die unterdrücke ich jetzt auch mal. Das gleiche mache ich für U2 mit den 120, noch mit einem Minus davor und mit den 30 Grad. So, und jetzt kann ich natürlich mal plotten. Also in Abhängigkeit von der Zeit plotte ich jetzt mal U1 und U2. So, und ich plotte mal, was wollten wir jetzt machen? U1 minus U2. Ja, also unsere Differential-Mode-Spannung. Und ich könnte genauso mal nehmen, jetzt den Betrag von unserer Differential-Mode-Spannung, die wir vorher ausgerechnet haben, mal Cosinus von Omega T plus das Argument von der Differential-Mode-Spannung. Ja, also das, was wir vorher, ich mache mal das Fensterchen ein bisschen größer, das, was wir vorher im Frequenzbereich ausgerechnet haben. So, und jetzt muss noch Klammer zu, Ecke, Klammer zu, Runde, Klammer zu, jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Ja, also das wäre direkt numerisch das ausgerechnet. Und das wäre, hier, wir nehmen das Ergebnis von unserer komplexen Zeigerrechnung und packen das in die Sinus- und Kosinusfunktion rein. So, und im Idealfall sollten wir jetzt ein Diagramm sehen mit nur drei Linien drin, weil das hier und das hier ja genau das gleiche Ergebnis gibt und sich komplett überlagern sollte. Oh ja, da muss multipliziert werden, das ist ja richtig. Ja, auf jeden Fall. Sehr guter Hinweis. So, und siehe da, ja, jetzt wäre noch eine Legende nicht schlecht, aber also wir können uns jetzt irgendwie vorstellen, überlegen, das hier ist das ist U1, das ist die Kosinusfunktion mit dem gewissen Phasenwinkelversetzer, das ist U2, das ist die Minus-Kosinusfunktion und die viel größere ist jetzt die Differenz von den beiden. Und ich meine, ich kann jetzt mal nur für den Plot, ich mache mal die hier. Ich skaliere die mal auf, was weiß ich, 0,99, dass die so ein bisschen kleiner ist. Und das ist offensichtlich noch nicht klein genug. Da mache ich die mal auf 0,98. Aber man sieht, glaube ich, schon so ein ganz bisschen, dass da jetzt ein Unterschied entsteht. Ja, jetzt sehe ich die, also die lagen vorher wirklich direkt aufeinander. Aber also da kommt das gleiche Ergebnis raus, ob ich das jetzt im Zeit- oder Frequenzbereich habe. So, und das Gleiche kann ich jetzt natürlich auch machen, indem ich hier sage, ich nehme U plus und das jetzt nochmal durch 2 für diese Common Mode Spannung, für die Gleichtaktspannung und mache jetzt aus dem D ein C. Das machen wir nochmal ein bisschen länger. Und führe das aus und dann sieht man, das funktioniert auch. Hier ist jetzt aber, also das sind wieder die beiden ursprünglichen Spannungen in Rot und in Blau, so wie auch in Octave die Zeichenreihenfolge ist. Und diese deutlich kleinere hier, das ist jetzt die Gleichtaktspannung. Und interessanterweise sieht man jetzt
irgendwie immer noch nicht mit dem 0,98 einen großen Unterschied. Deswegen mache ich da mal 0,95 draus. Also wahrscheinlich nur, weil die jetzt vom Betrag her eben deutlich kleiner sind. Naja, und so langsam sieht man jetzt hier einen Unterschied, dass hier da so eine gelbe Linie so ein bisschen drauf liegt. So, also passt, ja, unsere Rechnung, die wir im Frequenzbereich gemacht haben. Die stimmt auf jeden Fall. Okay, dann speichere ich das mal ab. Und ich hupe das immer in die Finger. Also wir machen, wir kopieren das jetzt mal. How can I help you today? So, wie groß ist die Gegentaktspannung UdM von T? Und wir fragen mal. Und jetzt bin ich mal wieder gespannt, was dabei rauskommt. Also Differenz der Spannung ist ja schon mal nicht schlecht. Das ist ja genau das Gleiche, was wir jetzt gemacht haben. Und dass da jetzt Masseebene in der Antwort drin steht, hängt, glaube ich, damit zusammen, dass da auch Masseebene in dem Aufgabentext irgendwie drin steht. Ja, jetzt wird das nochmal schön in LaTeX geparst. So, und jetzt will es eben diese Differenz da ausrechnen, was ja an sich jetzt erstmal nicht so ohne weiteres geht. Macht jetzt aus Minus und Minus Plus. Das ist, kann man machen, ja, nicht unsmart. So, und jetzt die trigonometrischen Additionstheoreme, also wahrscheinlich nutze ich, switch mal kurz um, nutze es jetzt, versucht es jetzt das zu nutzen, was wir vorher uns in der Wikipedia angeschaut haben. Und macht jetzt erstmal Bogenmaß draus. Das macht das natürlich auch nicht besser und schöner. Und das funktioniert jetzt mit diesen hübschen Brüchen ja auch nur, weil das jetzt genau 20 Grad sind und 30 Grad sind. Ja, so richtig gemacht hat es jetzt nicht. Ja, also es hat jetzt das Ergebnis, also hat jetzt den Ausdruck ein bisschen umgeformt. Möchtest du, dass ich das weiter vereinfache? Ja, also. Kannst du daraus bitte eine Funktion machen? So, wir sind auch in ChatGPT 4. Ja, das ist jetzt schon das Beste, was es kann. So, und jetzt, also jetzt versucht es hier das zu machen mit genau dieser Sigmoid-Formel in so ein bisschen einfacher Variante. Ja, und ich meine, wenn man jetzt mal guckt, also im Prinzip das, was jetzt in der Rechnung drinsteckt, ist genau das, was wir auch gerade gemacht haben mit, ne, hier ist sozusagen Realteil, Imaginärteil, hier ist diese, also was sich aus Summe und Differenz der beiden Real- und Imaginärteile ergibt drin. Und hier ist diese Arcus-Tangens-Formel. So. Die 0,44, die haben wir schon mal auch irgendwo gesehen. Ich meine, hier stimmt immerhin die Einheit. Ja, genau. Und den exakten Wert von R. Tja, aber ich finde diese Lösung jetzt, mal gucken, was jetzt, 219 Millivolt. Oh, nicht mal schlecht. So, ja. Kannst du den Phasenwinkel noch in Grad umrechnen?
Und ich meine, was jetzt an der Stelle, 25, Dings, das passt auch. Und es hat jetzt nicht, ich meine, wenn man sonst so Aufgaben rechnet, macht es irgendwie im Hintergrund oft mal ein Python High View Analysis. Ja, das ist okay. Hier ist jetzt der Python-Code. Naja, also den könnte man sich jetzt natürlich auch wieder irgendwo hinbauen und da jetzt andere Zahlenwerte einsetzen. Also was jetzt ganz spannend ist, ist, dass es hier natürlich schon diese vorherige Umrechnung gemacht hat. Ja. Aber okay, gar nicht mal so schlecht. Aber ich meine, jetzt müsste man immerhin noch wieder sagen, jetzt muss ich das R und das V hier noch einsetzen, um wieder, also ich muss schon wissen, was man da macht. Ja, so ganz, so ganz um ein gewisses Grundverständnis der Aufgabe kommt man nicht ringsrum.